Herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit mir, euren Doreax. Wir sehen heute die Partien gegen TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund. Das sind ziemlich starke Partien. Und was einmal witzig ist, Hoffenheim will uns außerdem als Trainer haben. Bayern wollte uns auch schon mal haben. Aber habe ich irgendwie vergessen, bin ich irgendwie, also habe ich irgendwie vergessen. Ich wollte darauf eingehen, habe es irgendwie vergessen in meinem Kopf. So, und das Witzige ist halt einfach mal, Hoffenheim hat als Ziel Champions Cup und ist 15. Das finde ich ziemlich krass. Muss ich halt einfach mal so sagen. Wie so ein Verein sagt, ja, wir sind 15. Wir wollen aber in den Champions Cup. Ne? Da haben sie irgendeine Meise. Und dann gibt es noch... Ach, keine Ahnung. Was wollte ich noch mal sagen? Genau, dann spielen wir noch gegen Borussia Dortmund. Die sind aktuell 4. Ein Punkt von uns entfernt. Das Spiel wird, glaube ich, richtig schwer. Ich glaube, Dortmund wird uns richtig auf den Sack gehen, ja. Wir waren ja jetzt, natürlich, wir haben jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen, aber ich glaube, davor waren wir auch nicht sonderlich erfolgreich, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr seht, ich, die beiden Spiele haben wir gewonnen und da haben wir einmal 2-0 gegen, obwohl, doch, wir waren relativ erfolgreich, haben ein Spiel gegen Werder Bremen verloren. So, dann seht ihr, die Österreich-Spiele sind gespielt. Die wollte ich ja an für sich mal wieder bringen, weil ich Lust dazu hatte. Gehen wir mal kurz hier auf Österreich, Und naja, ich habe jetzt hier erstmal eine neue Formation, die mir sehr gut gefällt bei Österreich. Das Problem ist, warum gab es die Partie nicht? Ich habe das erste Mal mit irgendeinem Broadcaster aufgenommen. Die Tests waren alle ziemlich gut. Allerdings im Ernstfall, keine Ahnung warum, wurde es dann ziemlich bescheiden. Da habe ich dann erstmal die erste Partie aufgenommen, die war komplett unbrauchbar. Habe dann die zweite einmal aufgenommen, die war dann auch irgendwie kacke. Hab dann die zweite nochmal gespielt, wir waren recht erfolgreich bei den Spielen, sage ich mal, das erste 2-0 gewonnen. Das war aber extrem langweilig. Das Spiel muss man wirklich mal sagen, hier tanzt mal wieder eine Katze bei mir rum. Die kommt einfach mal auf meinen Schreibtisch. So, die zweite Partie. Und dann habe ich die zweite Partie nochmal gespielt gegen Tschechien. Und mit den richtigen Broadcaster-Einstellungen. Davon zeige ich euch entweder jetzt oder gleich die Tore. Damit ihr die einmal sehen könnt. Also ich bin jetzt mittlerweile mega zufrieden mit Open Broadcaster. Ich muss nicht mehr synchronisieren. Die Facecam ist sofort da. Das ist eigentlich eins der nettesten Dinger. Die Aufnahmen sind nicht mehr allzu riesig. Und deshalb entschuldige ich mich wirklich dafür, dass ihr jetzt die Österreich-Parts nicht gesehen habt. Aber ihr seht ja immerhin die Tore. Das ist ja dann okay, aber nur vom zweiten Spiel. Das ist ja dann nicht ganz so schlimm. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier auch mal direkt rein. Ich habe einfach mal Castrati in den Sturm gepackt. Obinna war ja eher so erfolgreich, sage ich mal. Ich hoffe, ja, wir gucken einfach mal, wie sich Castrati im Sturm so macht. Ich hoffe, da ist jetzt kein Fehler hier gegen Hoffenheim. Ich hoffe auch, dass die Zauneinstellungen richtig, also richtig sind. Denn ich kann ihn im Nachhinein wie bei Dextree nicht mehr ändern. Denn das ist jetzt eine komplette Tonspur. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel, beziehungsweise bei der Aufstellung von Hoffenheim. Und hier sehen wir die Aufstellung von Hoffenheim. Ich würde mal sagen, keine großartige Veränderung, obwohl doch Volland spielt da auch noch. Ja, so eine Mannschaft hat an für sich nichts da unten zu suchen, ist eigentlich fast wie in echt. Aber halt auch nicht in der Champions League. Keine Ahnung, warum das ihr Ziel ist. Und was ich auch noch sagen wollte, ich würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und falls euch WWE interessiert, ich mache derzeit einen Universe Mode. Also ich habe den sozusagen neu gestartet. Bisher ist jetzt nur oben die Infofolge. Soll bald allerdings richtig losgehen. Ich denke mal morgen und ja, dazu war Cutlets und dann würde ich sagen, hat wer Anstoß? Ja, wer? Anscheinend Hoffenheim. So, jetzt geht's los. Oh, Wattlatz, Cutlets. Jetzt hier, der ist schnell, aber war okay. Glaube schon. Schön. Oh. Holy shit. Das ganze Spiel passiert so gut wie gar nichts und dann kommt so ein Schuss und Hoffenheim führt 1-0. Krass. Ja, da kriegen wir den Ball nicht wirklich mit Wolze. Stark. Starker Schuss von Schwegler. Boah, unhaltbar. Meißner, schade. Hätten wir fast gehabt, aber Mist. Ja, wir sind in der Halbzeit und liegen jetzt 1-0 zurück, ey. Unerwartet, bin ich ganz ehrlich. Auch für mich selber. Denn ohne Witz, es wäre, glaube ich, für mich sehr schwer gewesen, irgendwelche Highlights zu finden. Ich glaube, es gab
Ein oder zwei gefährliche Schüsse, die auch eher so mehr oder weniger gefährlich waren. Da war Tim Wiese. Geil. Muss man halt wirklich mal so sagen. Und da seht ihr selber, da war gar nichts in dieser Halbzeit, ja. Spielerisch waren, ich weiß gar nicht, ob wir sogar besser waren. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein ziemlich langweiliges Spiel. Vielleicht wird es in der zweiten Halbzeit spannender, denn wir müssen jetzt einen drauflegen, das sowieso. Kastrati in der Sturmposition ist eher so lala, aber das liegt doch daran, dass ich im Sturm nicht so wirklich drankomme, da Hoffenheim echt gut defensiv steht. Aber mal gucken. Komm schon. Green. Oh mein Gott, die Zentral. Boah, Mann, ey, das schießt ja so zentral, Mann. Das ist ärgerlich. Gute Möglichkeit, scheiße. Egal, Ecke, Moritz Leitner, da steht Watzlaw Katletz. Komm schon, gib mir. Okay, nehme ich. So ein Tor nehme ich auch. Alter Finner, ey, nach so einer Ecke. Nach so viel drumherum, ich weiß. Ist schon ein wenig komisch zustande gekommen. Aber nice. Katletz macht das, wie es ein Stürmer machen soll. Ja, wenn du es aus dem Spiel heraus nicht schaffst, musst du es halt nach Standards machen. Was ich auch beim MSV und echt schrecklich finde, dass sie so, ja, dass sie nach Standards nicht so gut sind, wie sie eigentlich als Aufsteiger zu sein haben, ja. Ich finde, als Aufsteiger musst du halt einfach durch Standards, weil es ist halt einfach so, wenn du aufsteigst, ne, ist es normal, dass deine Spieler halt vielleicht ein bisschen vom Technischen schlechter sind, allerdings musst du dann durch Standards das halt ausbügeln können. Aber naja, ne? So lala. Und Doreax. Was eine Chance, Alter. Und dann haut er die daneben. Wie ärgerlich. Boah, normalerweise macht er die im Schlaf. Jetzt kommt Sebastian Rudi für Pirmin Schwegler rein, den Torschützen. Okay. Wir wechseln jetzt auch mal aus. Und zwar geht Castrati jetzt mal ins rechte Mittelfeld. Green gefällt mir heute nicht so wirklich. Und in den Sturm kommt Obinna, Miguel. Wo kann der eigentlich alles. Ja, ist scheißegal, wo er alles spielen kann. Ich tue ihn dahin, wo ich möchte. Wird jetzt noch nicht reinkommen, aber wahrscheinlich später. Und ja, bleiben wir aber erstmal bei einem Wechsel. Das ist auch noch eine Ecke. Vielleicht so wie gerade. Leitner mit der Ecke. Da steht Castrat. Schieß doch. Hallo. Hä? Boah. Doreax. Voll. Nice. Oh Mann. Schön von Sobiech. Foul? Na egal, es gibt jetzt einen Freistoß für Hoffenheim, aber wir wechseln nochmal aus. Und zwar verlässt Leitner den Platz für Albutat. Und Miguel kommt ins linke Mittelfeld rein. Castrati bleibt jetzt einfach mal auf rechts. Und ja, greifen. Genauso ist es auch. Ja, 1 zu 1. Ja, mehr schaffen wir hier nicht. Hoffenheim aber auch nicht. Alter, so unausgeglichen war das Spiel. Kam mir ehrlich gesagt gar nicht so vor, dass wir so viel mehr Chancen hatten. Im Übrigen, beim Österreich-Spiel war auch ganz witzig. Schobesberger war der beste Mann. Ich habe den einfach mal reingeholt und spielen lassen. Habe ich eventuell auch gezeigt. War ziemlich geil. Und jo, was jetzt über das Spiel sagen? Katletz rettet uns den Punkt. Auf jeden Fall. Die Leistung unserer Mannschaft war okay, aber nicht mehr, aber auch nicht weniger. Muss man ja wirklich mal so sagen. Wir gehen jetzt einmal ins Menü. Wir sehen uns gleich wahrscheinlich bei der Trikotwahl wieder. Denn ich werde mir jetzt einmal die Aufnahme anschauen, gucken, dass die gut funktioniert hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Bevor wir jetzt zu der Trikotwahl gehen, schauen wir einmal auf die Tabelle. Und zwar hat Dortmund uns im letzten Spiel überholt. Die haben anscheinend gewonnen, was wir im letzten Spiel nicht geschafft haben. Was ihr gesehen habt, gegen Hoffenheim. Und naja, jetzt gehen wir aber zur Trikotwahl und mal schauen. Das Spiel wird jetzt also eigentlich an für sich ziemlich wichtig. Obwohl ich gegen Dortmund auch mit einem Unentschieden glücklich wäre. Wir spielen genauso wie im letzten Part. Ich war kurz am Überlegen, Klos nochmal in die Innenverteidigung zu ziehen und Pass lag in die rechte Verteidigung. Obwohl Castrati hat mich an für sich nicht so überzeugt. Egal, er wird dann trotzdem mal spielen. Und dann noch eine erfreudige Nachricht, oder eine freudige Nachricht besser gesagt. Mustafi hat einen Punkt dazu bekommen. Richtig nice, der DC 60. Ist richtig schön. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal wirklich ins Spiel. Da sehen wir, wie eng wir aneinander sind einfach. Der einzige Vorteil, den wir jetzt einfach haben, wir spielen heim. Denn heim in der Schau und Sandreisen Arena sind wir extrem stark. Wo ich auch glaube, dass Dortmund das auch ohne Probleme an für sich wegstecken könnte. Dort sind wir schon Spaß, dort haben wir schon ein paar Spezialisten von Dortmund gesehen. Man muss sagen, nee, die waren schon alle relativ stark.
Weil er so ein Castro, ein Aubameyang, Reus, Blaschikowski zwar auch wieder gesehen hat. Ne, das wird, glaube ich, echt nicht einfach. Das Hinspiel haben wir, glaube ich, mit 2:1 gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Da habe ich auch Kommentare bekommen wie, warte, was hat der geschrieben? Ja, Weltklasse muss mindestens sein, ne? Ich glaube, Profi hat er so ein bisschen runtergemacht. Wenn das Profi war, ich bin mir gerade unsicher. Oder, ja doch, Profi hat er, glaube ich, schlecht geredet. Und dann habe ich mir so gedacht, Alter, ich spiele auf Legende. Ich habe das Spiel sogar schon noch ein bisschen schwerer gemacht. Was soll ich machen? Auf jeden Fall sind wir jetzt hier die Startelf von Dortmund. Und die sieht verdammt nochmal nicht schlecht aus mit Sokratis und Hummels in der Innenverteidigung. Ich glaube, die spielen jetzt ernster als beim Hinspiel. Ich glaube, die haben gemerkt, ne, scheiße, wir stehen extrem nah beieinander. Wir müssen die Duisburger loswerden in diesem kleinen Derby. Und mal schauen. Anstoß hat auf jeden Fall Dortmund. Doreax. Oh, Bürki hält den gut. Sven Bender. Boah, Alter, starke Möglichkeit. Und Reus, der zum Glück mit dem Ball ins Ausläuft. Leiner kommt da nicht ganz hinterher. Gute Möglichkeit. Alter, finde er. Zum Glück kommt er den daneben. Ach so, Ecke. Oh. Boah, Aubameyang. Schön von Rädern. Nimm den Ball doch. Komm schon. Castrati, komm schon. Jawohl, 1:0 für uns. What luck. Castrati schießt einfach mal. Birki kann den Ball nur nach oben buxieren. Und dann steht da Cutlets. Das ist unser Mann. Unser Torschütze Nummer 1. Dicht verfolgt von Lorax. Aber egal. Schicken wir von Castrati hier. Und das ist natürlich einfach mal richtig lucky. Ich glaube, echt wird das auch nicht ganz so passieren, da der Torwart eigentlich hätte da hingehen können, weil er schnell genug wieder aufgestanden ist. Aber naja, auf jeden Fall führen wir hier 1:0 gegen Borussia Dortmund und damit haben wir wieder einen dritten Platz. Heißt direkte Qualifikation für die Champions League. Yay. Ist ganz komisch. 12. Saisontor, richtig nice. Ich glaube, Doreax hat 10 oder 11. Voll komisch, immer so in der dritten Person zu reden. Mehr oder weniger. Oh nö. Boah, stark von Räder. Jetzt sehen wir einfach, wie stark Dortmund spielt, ey. Kriegen wir mal wieder nicht Reus, Räder. Alter, Finne. Nein, 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 nein. Komm schon. Alter. Nächste Ecke. Wie viele Ecken Dortmund hat, ey. Das kann nicht sein. Halbzeit. Erstmal durchatmen. Wir führen 1:0 und das ist so ungefähr gar nicht verdient. Also Dortmund ist die so klar bessere Mannschaft, das ist unfassbar. Wir haben so Glück gehabt bei dem einen Tor. Das sieht man jetzt alleine in der Spielufe, wir haben 3 Torschüsse, aber die gehen wirklich alle aufs Tor und Dortmund einfach mal 9 Schüsse, davon 7 aufs Tor. Die spielen offensiv einfach mal so viel besser an für sich. Wir haben eigentlich Luck, also ich habe richtig Luck, wenn ich mal aus der eigenen Hälfte rauskomme. Denn Dortmund ist so sehr am Drücken, ne? Aber naja, ich glaube, das wird noch eine richtig schwere Halbzeit. Doreax einfach mal schießen. Alter, der war gut. Ich ganz vorhin jetzt voll im Konter gestellt. Jetzt Pierre-Emerick Aubameyang mit der Möglichkeit. Reda muss raus. Alter, Finne, ey. Tarjan mit der Ecke. Da steht Castro. Ich hab so Luck, ey. Das ist so unfassbar. Komm raus, Reda. Boah, Reda, Alter. Der Typ ist so geil. Hä? Was war denn jetzt? Wir wechseln jetzt mal aus und zwar, ich bin mir unsicher, wer Castrati gefällt mir an für sich ganz gut, deswegen geht Green jetzt raus für Miguel und Passler kommt für Klostermann rein, da ich Angst habe, dass das Tempo von Klostermann nicht mehr ausreicht, da er ein bisschen K.O. wirkt. Ich hoffe, Passler kann das gegen Reus, ey. Kagawa auf, ne, Shinji Kagawa ist da erst. Okay, es gibt eine Gelb für Kevin Wolze. Und wir wechseln jetzt mal aus und ich werde auch gleich den Abwehrriegel aktivieren in den letzten höchstens 5 Minuten. Auf links kommt, wir können nicht mehr wechseln. Ach ja, schon Passler spielt ja auch noch. Wir werden uns jetzt einfach mal komplett defensiv machen jetzt. Abwehrriegel und Erik Dur mit der Flanke. Nein! Boah, ist schon traurig für Dortmund. Ist schon, das ist mega traurig. Holy shit. Cutlets. Fuck, wir konnten alles klar machen. Ne, doch nicht. Er pfeift ab und wir gewinnen. 1:0 gegen Dortmund. Total unverdient. Aber wirklich einfach mal mega unverdient. Die Dortmunder tun mir auch unfassbar leid, wenn ich ehrlich bin. Weil die gehören auch auf dem Platz und nicht wir. Schaut euch das an.
Schaut euch das an, das ist so krass, ne? Also die gehören auf den Champions League Platz. Hat man in dem Spiel eigentlich gesehen, nur die Chancenverwertung von Dortmund, wie ab und zu in echt, ließ echt zu wünschen übrig, ey. Boah, das ist schon bedauerlich für Dortmund auf jeden Fall. Wir spielen jetzt noch ein bisschen nach vorne, um die. Nein, stopp. Hör auf. Um die Tabelle zu sehen. Ja, wir haben 2 Punkte Unterschied vor Dortmund. Ist jetzt nicht ganz so viel. Allerdings auch noch 4 Punkte Unterschied zum ersten Platz. Aber Bayern ist Erster. Ja, wo sie auch an für sich. Auch hier in FIFA hingehören, sage ich mal. Und dann mal schauen. Ich glaube, Obinna meckert uns gerade an. Ja, heul nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich darf jetzt erstmal schneiden. Und heilige Scheiße, ey. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben da lassen. Und damit ciao. Und nicht vergessen, bei WWE mal reinzuschauen, ne? Tschö.